Hey, was geht, Leute? Das ist Jay. Und das ist Ariel. Und zusammen sind wir Legion Dire. Willkommen zu einer neuen Folge von Film Geek. Everybody was Kung Fu Fighting. Also letztens hatten wir so richtig Bock auf Kung Fu Panda und dachten uns, hey, wie nice wäre es eigentlich, wenn nach Teil 1 bis 3 es noch einen vierten Teil geben würde. Und es wurde ja auch neulich ein neuer Teil für 2018 angesagt, aber der wurde ja dann einfach verschoben und seitdem gibt es keine neuen Details. Der Spoiler Record hat angerufen, mhm. Den längsten Satz der Welt. Und? Du hast nicht gewonnen. Dachtest du wirklich, das wäre der längste Satz der Welt? Und wenn es noch keinen Kung Fu Panda gibt, was sagt ihr zu Kung Fu Rabbit? Ich meine, ja, ein Hase, der Kung Fu macht. Das ist die Titelmelodie von Kung Fu Rabbit. Wir tauchen direkt ein in eine Trainingssession von diesem Kaninchen, genannt Biggie. Sein weißer Meister ist dieser alte Affe, den wir auch erstmal nur unter Master kennenlernen. Er gibt Biggie einen Brief mit, weil er anscheinend den ewigen Beef mit Penny klären will. Wer Penny ist, finden wir hoffentlich doch noch heraus. Aus dem Nichts tanzen dann ganz crazy Gestalten auf. Und der Master hat die Chance, seine ganz krassen Moves auszupacken, aber da muss er abhauen, um doch nicht komplett geknechtet zu werden. Was an dieser Stelle nicht ganz so klar ist, jetzt lernen wir einen neuen Hasen kennen, nämlich diesen etwas dicklichen Großen hier. Und da stellt sich natürlich die Frage, hätte er nicht viel eher Biggie heißen müssen? Aber nope, so heißt der Mini-Hase. Gar nicht verwirrend oder so. Ganz passend bereitet er sich gerade etwas Schmaus in der Küche zu. In Uniform. Die Zubereitung sieht auch echt gar nicht schlecht aus. Ja. Definitiv besser als das, was wir bisher so an Animationen geboten bekommen haben, in vergleichbaren Filmen. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie ein Budget von ca. 12 Millionen US-Dollar zur Verfügung hatten, was diesen Film im Vergleich zu König der Tiere definitiv gut aussehen lässt. Übrigens ist die Schauspielerwahl in diesem Film, sagen wir mal, sehr ausgefallen. Ich meine, wir hätten da zum Beispiel den Oscar-nominierten Schauspieler Michael Clarke Duncan, den man aus Meisterwerken wie The Green Mile oder Sin City kennt. Dann auf der anderen Seite Rebecca Black, bekannt aus dem seltsamsten Musikvideo aller Zeiten. Jedenfalls stolpert der etwas großgeratene und unbeholfene Hase über den Master, der komplett K.O. vor seiner Tür liegt, als wäre das eine Szene aus Hangover. Leider sind aber auch die letzten Minuten des Masters angebrochen und daher überträgt er seine Power an den Hasen und gibt ihm auch den Auftrag, dieses Artefakt seiner Tochter Penny zu geben. Der große Hase ist verständlicherweise irritiert. Er wollte heute eigentlich nur sein frisch zubereitetes Gebäck verkaufen und nicht eine halbe Weltreise machen für einen Typen, über den er vor 2 Minuten gestolpert ist. Ich verstehe das schon. Aber man muss dazu sagen, immerhin hat er jetzt Kung-Fu-Skills. Vielleicht gar nicht so ein schlechter Deal. Also macht er sich auf den Weg, wird aber dann von Dieben überfallen und jetzt wird es irgendwie sehr unübersichtlich, weil auf einmal chillt da Biggie mit einer Katze und dreimal dürft ihr raten, wer das ist. Ja, das ist Penny, die Tochter des Masters. An einem Affen, sie ist eine Katze. Sie hilft dem dicklichen Hasen, der übrigens, wie sich rausstellt, Fu heißt, dann aus der Patsche. Und es trennen sich die Wege, weil Fu nicht checkt, dass Penny, die sich als Penelope vorstellt, Penny ist. Makes sense. Seine Reise könnte jetzt schon beendet sein und er könnte auf der Arbeit wieder Plätzchen backen. Aber das wäre ja zu easy, oder? Fu kommt in Peking an, stolpert so umher, mal wieder. Und ich habe keine Ahnung, wieso ihm sowas passiert, aber stolpert direkt in einen Job als Kellner, obwohl er nicht mal arbeiten wollte. Er will doch eigentlich nur Penny finden. Aber das will er eigentlich auch nicht. Aber Fu ist leider ein Typ, der nicht in der Lage ist, einfach zu sagen, yo, ich will nicht bei euch arbeiten, ich habe andere Pläne. Obwohl das eigentlich auch nicht so stimmt. Es braucht nur ein wenig Zeit, denn Fu explodiert während der Arbeit. Listen to me, I'm not here to sort dishes. I'm looking for someone. Und arbeitet trotzdem weiter. Sehr sinnvoll. Das ist auf jeden Fall ein Film, wo du vor dem Bildschirm sitzt und dir die ganze Zeit denkst, mach doch, nein, nicht so. Das kann doch nicht so schwer sein. Ohne Witz, dass er in diesem Restaurant so sinnlos arbeiten geht, geht mir echt tierisch auf die Nerven, Mann. Dann wird er schon aus der Küche geworfen und schlecht behandelt, aber arbeitet trotzdem weiter? Warum? Jedenfalls nimmt der Film dann so seinen Lauf. Penny findet den Typen, der ihren Dad vergiftet hat und stellt ihn. Dann wird sie durch einen billigen Trick überwältigt und flieht. Als sie mit ihrem Kite wegfliegt, passiert was, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann. Der Panda, also der Typ, der ihren Vater vergiftet hat, kommt aus dem Nichts, weil er mit ihr kämpfen möchte und springt ihr hinterher, aber kann sich nur an ihrem Fuß festhalten. Und in dieser Position wählt er dann den Schwertkampf? Was ist das für eine Kamikaze-Aktion? Ich meine, er kann in der Situation doch gar nicht gewinnen, weil entweder er kassiert und fällt dann runter oder sie kassiert und beide fallen darunter. Also komplett sinnlos. Und wie wir sehen, es ist Option 1. Er fällt und hält sich an den Ohren von Biggie fest, dessen Ohren eigentlich abreißen müssten, aber dann rutscht er ab und kracht zurück auf den Boden. Und
und überlebt, ungeschadet. Achso, übrigens, inzwischen ist bereits die Hälfte des Filmes vergangen, aber die einzigen, die bisher Kung Fu gezeigt haben, waren Penny und der Panda. Also nichts Kung Fu Rabbit. Andererseits, der Titel Kung Fu Animals rollt dann doch nicht ganz so sehr von der Zunge. Vielleicht haben die den deswegen so genannt. Jedenfalls geht es Penny nach dem Kampf nicht so gut und sie fällt in Ohnmacht. Und wer ist dann am Start? Natürlich, Fu. Er verarztet Penny also und während er das tut, checkt man erst, dass er sich gar nicht mehr an die beiden erinnert. Sagen wir einfach, er ist ein bisschen langsam. Dann schmeißt Biggie ihn raus und Fu arbeitet weiter in seinem Job, für den er sich nie beworben hat. Wie gesagt, komplett ohne Sinn. Bitte sagt mir noch jemand, dass ich nicht der Einzige bin, der das sinnlos findet. Im Traum trifft er dann auf seinen Meister und der sagt ihm, dass er doch endlich mal seine Powers jetzt anwenden soll, die er seit Beginn des Filmes hat. Er spricht mir aus der Seele. Mach doch endlich was. Bitte. Lass dich nicht die ganze Zeit fertig machen, wenn du die ganze Zeit Kung-Fu-Kräfte hast. Das führte dazu, dass Fu seine Powers beim Saubermachen benutzt und nicht vergessen, um Mücken von sich fernzuhalten. Nicht unbedingt das, was ich meinte, aber besser als vorher, glaube ich. Als er dann mit Geschirr über den Platz läuft, wo auch andere trainieren, zeigt sich dann auch endlich mal sein Können im richtigen Kontext. Endlich, Fu. Hat nur eine Stunde gedauert, ist nicht schlimm. Der Film heißt nur Kung Fu Rabbit, aber egal. Die anderen Tiere werden dann aber stutzig und nehmen ihn fest. Dann kommt es auch schon zum Finale des Films. Ja, wir sind am Finale. Er hat, wie gesagt, ganz spät erst seine Kräfte benutzt. Der Panda will sich selbst zum neuen Meister ernennen, aber dem Volk gefällt das nicht. Also versuchen vereinzelt irgendwelche Tiere gegen ihn zu kämpfen. Ich sag ja, Kung Fu Animals würde viel besser passen. Aber alle werden fertig gemacht. Bis dann Penny auftaucht, um gegen ihn zu kämpfen. Und die dann auch einsteckt. Schade. Komischerweise führt das irgendwie dazu, dass irgendwelche Kräfte nochmal bei Fu ausgelöst werden und er sich dann aus seiner Gefangenschaft befreit. Und er kann endlich loslegen. Ja Leute, ganze 5 Minuten bevor der Film vorbei ist, sehen wir, wie Fu das allererste Mal richtig kämpft. Beziehungsweise erstmal wird er sogar die ganze Zeit zusammengeschlagen. Aber dann macht er den Panda fertig. Und zwar so krass, dass er ihm die Schminke aus dem Gesicht schlägt. Warte mal, was habe ich gerade gesagt? Ja, der Panda ist ein Schwindler und in Wirklichkeit nur ein Eisbär. Und das war's auch schon. Obwohl Fu seit Anfang des Films die Kräfte hatte, haben wir ihn die meiste Zeit nur Teller abwaschen oder zusammengeschlagen gesehen. Ist doch supi. 5 Minuten vor Ende haben wir ihn zwar austeilen sehen, aber dafür, dass der Film halt eben Kung Fu Rabbit heißt, haben wir ein bisschen zu wenig Kung Fu Rabbit Action in diesem Film. Trotzdem will ich fair sein, es ist definitiv nicht der schlechteste Film, den wir hier jemals reviewed haben. Im Gegenteil, er ging sogar klar. Also in dieser Videoreihe ist das ein Riesenkompliment. Von daher... Ach ja, schnell. Welcher ist mein Lieblingstransformer? Bumblebee. Nein, falsch. Hornet, natürlich. Natürlich. Wie konnte ich nur... Ja, Hornet ist in jeglicher Hinsicht besser als Bumblebee, wie ihr anhand dieser Aufnahmen sehen könnt. Also, falls ihr euch das Video zu diesem Film anschauen wollt, der viel besser ist als jeder andere Transformers-Film, klickt den Link in der Videobeschreibung oder klickt hier. Oder ihr checkt einfach die neueste Podcast-Folge, hier im Clip. Du bist in einem Raum, okay, und du hörst einfach blau und weißt so, okay, hier ist irgendwas Blaues drin. Ja. Genug Gründe, diesen Podcast zu sehen. Ja, mindestens 4. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was die anderen 3 sind, dann geht auf jeden Fall drauf. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, how to reason. Peace. Peace. Ja. Das ist doch Peace, oder nicht? Ja, soweit ich weiß, ja.